und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin jetzt sehr, sehr lange zugegebenermaßen nicht mehr im Spiel gewesen, aber dafür werde ich jetzt wieder regelmäßig spielen, weil ich jetzt endlich alle meine Aufnahmen, die ich im Petto hatte, aufgebraucht habe. Das einzige Problem, was ich jetzt nur aktuell habe, mich hat jetzt gerade genervt, dass wieder irgendeine neue Quest reingekommen ist. Die hat er automatisch angenommen. Ich nehme mal an, dass das von dem neuen DLC ist, was wir natürlich noch nicht spielen möchten, weil wir alles nach und nach spielen wollen. Und ich habe jetzt keine Ahnung, welche von diesen Quests eigentlich das ist, was wir jetzt machen wollten. Deswegen werde ich jetzt erstmal kurz zu Randvi laufen und mal schauen, ob sie da noch was hat. Weil ich glaube, wir hatten ja noch zwei Gebiete, die wir noch machen mussten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ey, hallo Schätzelein. So, sie küssen. Ja, machen wir mal. Haben wir schon lange nicht mehr. Und ich weiß, Irrungen und Währungen. Wir hatten ja noch so einen Typen, mit dem wir da ins Bett gestiegen sind, auch mit in unsere Siedlung geholt. Zeig mir erstmal die Bündniskarte einsehen. Genau. So, jetzt bin ich am Überlegen. Die hellen waren ja die, die wir noch nicht gemacht haben, ne? Das heißt, wieso steht der hier so außerhalb? Weiß keiner. Das ist abgeschlossen. Nee, das ist auswählbar. Nee, das ist doch abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen. Das ist auswählbar, wobei ich mir nicht sicher bin. Die meinen wahrscheinlich den hier unten. Das heißt, wir haben tatsächlich nur noch einen einzigen, den wir noch nicht gemacht haben. Ja, dann würde ich sagen, ich denke an nichts als Zuzexe. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Das glaube ich. Jetzt ist der Augenblick zuzuschlagen, bevor Fulke beschließt, dass Sigurd ihr nichts mehr nützt. Ja. War das gerade so grau? Ich werde sofort gehen. Und ich werde Sigurd zurückbringen. Das verspreche ich. Gut. Ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Krawodene sein. Basim. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wie komme ich? Ich kann ehrlich gesagt überhaupt gar nichts mehr. Moment, wir müssen erstmal in die Welt. Die Frage ist, wo ist jetzt unser Ziel? Oben, unten, links, rechts. Ich habe doch keine Ahnung. Was haben wir denn hier unten noch? Ach, zwei Raubzüge, die wir machen können. Ah, hier ist unser Ziel. Da haben wir auch eine Schnellreise. Wenn mich etwas an Assassin's Creed wirklich nervt, dann, ja, dass immer irgendwelche Sachen angenommen werden, die man nicht haben möchte. 550 Meter geradeaus. Wenn ich da jetzt runterspringe. Oh, da ist aber auch was, was ich... Ich könnte aber auch theoretisch hier runterspringen, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so tief. So, wir wollen ja sowieso dahin, also ist das nicht so schlimm. Einmal runter, bitte. Das sieht allerdings ein bisschen höher aus hier. Hallo. Ja. Und loslassen. Ja, so ist brav. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da hätte runterspringen sollen. Das sah so schwarz aus irgendwie. So, wieso schleicht die jetzt? Sie soll nicht schleichen. Ja, das war der Wolf. Ich muss erstmal überlegen, mit welcher Taste ich das jetzt mache. Finde Basim. Sieht man hier nur irgendwie ein bisschen... Oh, sind wir hier... Den haben wir aber doch schon mal gemacht, oder? Sind wir hier bei diesen... Nee, das ist ein Einzelner. Oder? Doch, den haben wir schon mal gemacht. Ich wusste doch, der kommt mir so bekannt vor. Ist auch immer noch die Leiche, so wie es aussieht. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sind wir hier schon mal in der Gegend rumgestreift. Mal schauen, da unten... Da ist schon alles am Brennen. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? War ich das eventuell in der Vergangenheit? Das ist da nicht so gut. Finde Basim, genau.
Der sollte eigentlich hier sein. Grad wen sind wir? Aber wo ist Basim? Hallöchen. Guten Tag, die Damen und die Herren. Jetzt läuft da hinten doch nicht ernsthaft 21 Meter Entfernung? Echt jetzt? Moment, Rabe? Was siehst du da oben, Sühnen? Wo ist denn der Kerl? War der nicht hier in der Richtung? Das war doch jetzt gerade einer... Ja, wieso? Dreh doch einfach mal deine Kurve. So. Das war doch jetzt gerade einer von diesen Typen, die ich sonst immer platt mache. Das ist nicht Basim. Achso, das bin ich. Okay. Aber wo ist Basim? Da ist irgendwas mit Silber und Gold. Keine Ahnung. Ich würde aber mal sagen... Jo, du bist so süß. Scheiße. Komm hier runter. So. Kann ich mich, glaube ich, hier besser bewegen. Entschuldigung. Da ist irgendwas, was ich einsammeln kann hier vorne. Das möchte ich gerne mitnehmen. Wenn ich das denn... Da war ein Hund, oder? Ach, wie süß. Wenn ich das denn finde... Irgendwo hier? Irgendwo hier. Hm. Da ist noch was. Aber das sind nicht die Sachen, die ich jetzt meine, denke ich mal. Aber alles einsammeln ist natürlich trotzdem wichtig, deswegen... 12 Meter. Oder vielleicht sind das doch die Sachen. Die zeigt er mir mit an, so wie es aussieht. Da ist nichts mehr drin. Okay. Entschuldigung. Das ist 800 Meter. Das ist auf jeden Fall nicht das von hier. Schätzelein, kannst du mir mal sagen, wo Basim ist? Das ist doch jetzt nicht Basim, der angezeigt wird, oder? Guten Tag. Ach, dich kann man anheuern. Oh, und ich dachte, das wäre ja einer von diesen Typen, die ich da kaputt mache immer. Ich komme gar nicht auf den Namen. Basim. Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Es ist deine Ehre, dich zu treffen. Ja gut, wir wollen ja was von ihm, ne? Die Geschichten sind alle wahr, könnte ich auch sagen, aber... Ja, Gudrum. Fluch der Sachsen und Plünderer des Südens. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du respektierst, wem Respekt gebührt. Gefällt mir. Ich hoffe, du kämpfst so gut, wie du redest. Eivor hofft, Sigurd aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer befindet sich zwischen Bricklesworde und Chichester. Ein anderer nördlich von Crauan Leer. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Crauedene. Aber Vorsicht! Das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer. Du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar.
Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen. Nein, ich gebe mehr. Die Belagerung von Porchester. Ja, jetzt müssen wir Kundschafter finden. Eivor hat viele Verbündete aus dem ganzen Land versammelt. Wie diese zwei netten Zeitgenossen. Rodi und Bruder. Ich brauch dich hier! Wie, du brauchst mich hier? Was? Was willst du? Meinte der mich jetzt? Nee, oder? Das wäre jetzt erstmal mein erstes Ziel. Das heißt, direkt hinter mir. Das heißt, Schätzelein, ich brauch dich mal. So, 800, 900, 300. Das ist das, was als nächstes ist. Wolf, lauf! Oder willst du nicht laufen, weil wir jetzt hier in dem Gebiet sind gerade? Ah ja, okay, liegt am Gebiet. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie ich jetzt überhaupt Pfeile herstellen kann. Das könnte doch ein kleines Problem geben. Ich hatte... Doch... Hallöchen! Ich hatte doch gerade noch drei Ziele. Schräg vor mir links ist eins. Das ist aber rechts angezeigt. Hier sollte ein Späher auf dem Hügel sein. Auf dem Hügel, okay. Moment. Ernsthaft jetzt? Also. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Ernsthaft jetzt? Ich will keine Wölfe töten. Ich will den Speer finden, verdammt. Boah. Vor allem auf dem Hügel. Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Ja, klar. In den ganzen dummen Wölfen, die mich hier angreifen. Ach da, Moment. 55, das sollte er sein. Aber da vorne ist ein Wolf, der den anscheinend auch schon angreifen will, so wie es aussieht. Und er hängt mittendrin, oder wie? Muss ich das riecht jetzt nach Tod. Hat jemand den Späher vor mir gefunden? Ja, sieht so aus. Was ist mit dem Wolf da nicht in Ordnung? Was macht der? Schrubbelt der sich jetzt hier einen auf dem Boden oder was? Muss ich das... Oh. Da liegen noch welche auf der Lauer. Aha, aha. Ich wollte aber eigentlich jetzt nicht nach den Wölfen hier gucken. Ja, ich weiß, ihr habt mich schon gesehen. Ein wildes Tier fiel über dich her. So etwas kenne ich. Wenn Wölfe hungrig sind, greifen sie gnadenlos an. So wie der hier. Wie tot bestätigen. Hä? Ihr Tod des Wolfes bestätigen. Ja gut, kein Thema. Ich dachte, wir sind wegen dem Speer da. Okay, das war jetzt irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Das können wir plündern. Und was ist mit dem? Den müssen wir jetzt auch noch bestätigen, oder was? Hä? Also ich bin ein bisschen irritiert gerade vom Spiel. Ich soll den Tod der Wölfe bestätigen. Obwohl wir ja eigentlich wegen den Kundschaftern hier sind. Der hat Pfeile. Nun eile zum Festmahl des Allvaters. Küche voll, achso. Quest abgeschlossen. Dessen Tod muss ich aber auch nochmal bestätigen. Von Wölfen gerissen.
Mir wurde die Arbeit abgenommen. Okay. Ja, super. Dann, du darfst gerne aus der Hocke kommen, Eva. Schätzelein, wo bist du? Hallo? Ach da. Hier sind doch deine Kumpels. Renn doch nicht einfach weg. So, wen haben wir denn noch? Links ist, glaube ich, das Nähere. Würde ich sagen, dass wir da erstmal hinreiten. Das liegt da unten irgendwo am Wasser. Wieso läuft der hier eigentlich nicht schneller? Schätzchen, ich weiß, dass da oben Wölfe waren, aber das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nicht mehr vernünftig laufen darfst. So. Frage ist jetzt, wo ist der Speer? Das ist nicht der Typ da unten im Wasser. Ich muss auch immer ein bisschen... Oh, hier sind ganz viele Schafe. Müsste da irgendwo im Wasser sein, ne? Ein Speer wacht am Flussufer. Nördlich von Krauenlea. Bist du ein Speer? Ich habe das ja immer noch nicht so ganz verstanden, wenn die rot sind. Ob die jetzt tatsächlich meine Feinde sind und mich direkt angreifen. Oder eben nicht. Jetzt muss ich aber trotzdem mal eben gucken. Der ist direkt vor mir. Er müsste. Theoretisch irgendwo hier sein, oder? Jetzt ist er rechts von mir, oder ist das der Typ da hinten? Das ist der Typ, oder? Kann ich jetzt nochmal so, kann ich zielen, genau. Der müsste der doch hier jetzt nochmal vorbeikommen, oder? Das wäre jetzt ganz cool. Kommt der jetzt nochmal? Der dreht doch jetzt hier seine Runde, oder nicht? Willst du mich jetzt veräppeln? Jetzt, wo ich extra hier stehe, jetzt kommt der nicht, oder was? Oder ist er jetzt... Nee, Moment. Ist er jetzt auf der anderen Seite vom Wasser, ne? War der das gar nicht? Komm schon, mein kleines Speerlein, wo bist du denn? Der ist jetzt rechts von mir. Das ist aber nicht. Nein, das wollte Sühnen, ich nicht. Leite mich. Nein, wollte ich nicht. Ich kann nicht mehr pfeifen. Jetzt steht er da dumm rum. Willst du mich jetzt veräppeln? Hau einfach ab. Oh, ich hab's heute echt nicht. Leute. Der soll aber rechts von mir sein. Ich gehe mal davon aus, dass der auch tot ist. Tauschen sie sich gerade aus. Das ist nicht gut. Wenn ich jetzt weggehe, sieht er mir... Ah, endlich haut er mal ab hier. Der hat wahrscheinlich gesagt, pass auf, bleib einfach da stehen. Da ist jemand hinter dir. Ich habe eine Wache angegriffen, so wie es aussieht, ne? Okay, wenn ich mich jetzt umdrehe... Jetzt ist er aber direkt vor mir. Wieso ist er jetzt direkt vor mir? Auch keine Leiche.
Nee, das ist eine Reihe. Jetzt soll ich direkt draufstehen? Hier im Fluss liegen kann der aber auch nicht. Hallo? Wo ist denn der? Hängt der hier im Baum oder was? Hallo? Leiche? Wo bist du? Speer? Ist das euer Ernst? Da läuft einer rum, aber das wird ja nicht der Speer. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Das wird ja nicht der Speer sein. Der ist jetzt quasi hinter mir wieder. Hä? Also es geht echt gut los. Ich habe jetzt lange kein Assassin's Creed mehr gespielt und dann sowas. Ist hier irgendwie eine Leiche im Flussbeet oder was? Oder... Hä? Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ich werde jetzt mal zu einem anderen Punkt erstmal reiten. Der war hinter mir, auf der anderen Seite vom Wasser und dann nach links. Da werde ich erstmal hinreiten und dann, ja... Achso, ja, das ist ja jetzt, ja, das ist jetzt doof. Dann schalte ich euch gleich nochmal hinzu, wenn ich da angekommen bin. Also irgendwie ist das sehr seltsam gerade alles. Oh, okay. Wir sind in einem Misstrauensgebiet angekommen. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist auf jeden Fall noch weiter da rum und dann nach rechts. Was ist das Problem? Kann ich hier so quer durchgehen? Ich habe nämlich noch nicht die Taste gefunden, mit der ich abscannen kann. Moment, da ist ein roter. Der würde mich jetzt wahrscheinlich angreifen. Nehme ich mal an. Wo geht der hin? 166. Hä, 166? Das soll aber ein Stück weit von links von mir sein. Frage ist, kann ich hier durch irgendwie, dass ich hier schleichen kann? Ich will euch nichts tun, ich will nur hier durch. Das ist jetzt aber eine ganz, ganz blöde Ecke hier. So im Vorbeigehen mal eben rausgeschnappt hier. Okay. So, wo sind wir jetzt? Der ist vor mir ein Stückchen rechts. Auch wenn er mir auf der Karte jetzt wieder anzeigt, dass es links ist. Ich verstehe es echt nicht mit der Karte, aber naja. Okay, vor mir ein Stückchen rechts. Die sind alle rot. Ist nicht gut. Ja, super, der ist mitten da drin, oder was? Speer. Mhm. Die Frage ist, bewegt der sich jetzt noch? Ich würde die eigentlich ungerne alle ausschalten. Ich weiß nicht, kommt da noch jemand raus? Oh, da hinten läuft schon einer. Ist das... Ne, das sind zwei Dorfbewohner, so wie es aussieht, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, aber die laufen woanders hin. Okay, ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege mit meinem Pflaster vor allen Dingen auch. Wer ist es jetzt? Der Helle in der Mitte, glaube ich, oder? Kreuzbogenschütze. Ich
Ich weiß nicht mehr, wie ich pfeife. Das ist mein Problem. Jesus, was passiert denn da? Ich weiß wieder, wie ich pfeife. Das stimmt nicht. Augenblick! Du wirst Volker nichts mehr erzählen. Okay, perfekt. Es ist der Richtige. Die Frage ist jetzt nur... Jetzt geh hoch, Mann! Und lauf, blöde Kuh. Ja, aber anstatt, dass sie mal richtig wegreitet, ist das natürlich total langsam, war ja klar. Okay, aber wir haben auf jeden Fall den Kundschafter schon mal getötet. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was jetzt mit dem anderen ist. Ich könnte mir höchstens vorstellen, weil das jetzt hier auch so wahnsinnig... ja, schlecht eigentlich war von der Positionierung, dass die Positionierung da falsch war. Was? Ich habe jetzt überhaupt nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Ich reite auf jeden Fall jetzt wieder erstmal das Stück zurück und dann gucken wir nochmal. Wahrscheinlich musste ich doch irgendwie einen treffen von denen, die da rumgeritten sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns... Oh, das ist nicht so gut, dass der da jetzt gerade... La la la. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir nochmal in dem anderen Gebiet sind. So, wir sind jetzt wieder dort angekommen. Jetzt haben wir hier mehrere Leute, die hier rumlaufen. Jetzt sehe ich da hinten gerade so einen Typen. Das könnte natürlich theoretisch auch der Spinner, wollte ich gerade sagen, der Speer sein. Was bist du denn für einer hier? Der irritiert mich jetzt hier gerade ein bisschen. Ach, der sitzt gar keiner. Das sind Pfeile. Okay. Ich habe nichts gesagt. Gut. Jetzt muss ich mal eben schauen. Dafür haben wir wahrscheinlich jetzt auch die Pfeile. Also bekommen wir die jetzt wahrscheinlich hier. So, ein Stückchen davon rechts ist das. Da hinten läuft er rum. Also ob er es ist, weiß ich nicht, aber da hinten läuft einer rum. Jetzt ist er schräg links von mir. Moment. Naja, aber er ist immer noch rechts von mir. Das war nicht der Typ, der jetzt hier rumgeschlichen ist. So. Laut Anzeige. Soll der Kerl rechts von mir sein? Wieso jetzt rechts von mir? Weil da ist jetzt ein Blumenfeld. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Jetzt stehe ich wieder drauf, bin aber nicht ansatzweise bei den Bäumen. Sondern bin komplett woanders. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist aber nicht der Typ, der hier rumläuft, oder? Moment. Muss mir jetzt mal schnell sein, weil da hinten ist was hoch. So. Lalala. Volkes Speer. Ah! Genau, ah. Wo Basim ihn vermutete. Interessant. Dieser Späher hatte Befehle von Fulke. Das wird Basim interessieren. Ja! Das waren alle Späher. Basim und Gudrum warten auf mich im Wald, östlich von Portcaster. Sehr schön. Oh, nee, Moment. Finde Basim. Okay, also geradeaus, anderes Flussufer und dann... okay, sehr schön. Sehr, sehr geil. Oh, dann haben wir es doch noch geschafft. Also der Typ lief auf jeden Fall hier die Straße entlang. Ich weiß nicht, warum das so komisch ist mit den Anzeigen. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, es hat jetzt endlich funktioniert. Wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So, irgendwo hier soll er sein. Ne, noch ein Stückchen geradeaus.
Steht zwar drin, dass ich den Zielort gefunden habe, aber laut dem Ding muss ich noch was weiter. Da ist ein Lager, oder? Ich hoffe, das ist unser Lager. Ja, sieht gut aus. Wo ist er? Die Leute freuen sich. Ja, was? Pass doch mal auf! Die Späher sind tot und das Lager ist errichtet. Ich sagte doch, wir würden es schaffen. Warten wir es ab. Jedes Auge, das hätte sehen können, trübt nun der Tod. An Zuversicht mangelt es dir nicht. So viel ist sicher. Hat guten Grund, genau. Und es war auch ein berechnendes Wagnis, denke ich mal. Ein Anführer sollte nicht an sich zweifeln. Wankelmut hat noch keinem Respekt eingebracht. Ich kannte viele, die forsch sind wie du. Nur wenige von ihnen weilen noch unter uns. Einer der Späher hatte etwas Interessantes bei sich. Volke weiß, dass Kravodene gefallen ist. Sie sammelt Vorräte und Männer. Vorbereitung auf eine Belagerung? Wenn es ihr gelingt, sich zu verschanzen, könnte es Monate dauern, bis wir Sigurd befreien können. Findest du meine Eile immer noch übermütig, Gudrun? Sachsen! Sachsen aus dem Westen! Deine Eile hat unseren Karren direkt in die Scheiße gefahren. Volke wurde gewarnt. Es muss mehr Späher gegeben haben, als wir dachten. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Mach dich kampfbereit. Boah, diese Schildträger. Zurückgedrängte Angreifer. Moment, dann nehmen wir... Oh. Der ist jetzt ein bisschen kopflos, glaube ich. Wo sind denn noch welche? Spürt meine Axt. Ihr nehmt die Großen, ich nehme die Kleinen. Die werden sich nicht so... Oh, verdammt. Wir drängen sie zurück. Zeig ihnen. Ja. Das kostet dein Leben. War das mein Leben? Arschloch. Wo sind sie? Oh, nicht der. Nicht der. Nehmt ihr den Großen. Nehmt ihr den Dicken. Was machen die denn jetzt? Wieso laufen die hier weg? Hallo? Ach, da sind noch mehr. So sehr kann er dich nicht lieben, wenn du tot bist. Ha! Die Sachsen schwächeln! Überrennt sie! Stampft sie! Ja, wir überrennen sie! Hey, Arschloch! Was war denn das für eine Aktion hier? Da verliert man schnell den Kopf mit sowas. So. Nein, du sollst ausweichen. Der Tod war ihr Schicksal. Ob die sie hier töten oder hinter den Mauern von Podcaster. Das sah krass aus. Du wirst die Würmer nehmen. Warum stehst du da so dumm rum? Sonst hast du nichts drauf. Wie viel müssen wir noch? Ach, Leute. Ich will plündern. Hallo. Den wollte ich gerade töten. Mann. Was war das denn gerade? Zurückfallen, verdammt! Nach Podcaster! Sie fliehen wie Hasen! Und wir jagen sie wie Hunde! Dieses Arschgesicht gehört mir! Nicht, wenn ich schneller bin, Lahmarsch! Lasst ihn! Der Sieg ist schon unser! Oh,
Dummheit von zwei Leuten. Du wirst deinen Freund bald wiedersehen. Hallo, ich bin ausgewichen, du Blödhammel. In diesem welken Fleischsack kämpfst du? Sigurd, den Kränklichen? Wenn Sigurd heute stirbt, finde ich deine Leiche. Weich die nicht mehr aus. Drauf. Jetzt kriegst du es hin, oder was? Nein, jetzt kriegst du es wieder nicht hin, das war ja klar. Ihr schleppt eure falschen Götter ein wie eine Seuche. Aber ihr wisst nichts davon, wer wirklich über euch richtet. Ich richte heute über dich, Sachse. Ich bin bereit für meine letzte Reise. Lass mich sehen, was mich erwartet. Überbring Fulke eine Nachricht. Na, ich glaube, mit Nachrichten... Andererseits, wenn wir ihr jetzt eine Nachricht übermitteln, dann werden wir sie warnen, ne? Ich richte mal über ihn. Wenn du deinen Schöpfer siehst, sag ihm, ich hab dich geschickt. Trage seine Leiche. Hallo? Was soll das denn? Das war er, ne? Ich schätze, das wird jetzt die... Ja, wohin denn? Achso, dahin? Nee, ach, das ist er gar nicht. Er ist tot, Eva. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war ja unser Freund, den wir tragen sollen. So still war dieses Raubein noch nie. Du bist verwundet, Bruder. Lass mich deinen Bruder ins Lager tragen. Ihr seid aber auch so selten dämlich, ganz ehrlich, Jungs. Ey, sie steht da und schreit, wir haben schon gewonnen. Schon aus dem Mutterleib entsprang er früher. Und jetzt ist er vor mir. Ihr seid ja auch dumm dämlich, ganz ehrlich. Hört doch einfach mal auf den Befehl. Ja, jetzt können das nicht mehr. Wobei, der eine kann ja noch drauf hören. Der ist ja nur verletzt. Was ist mit euch? Das würde ich gerne... Zerbrochener Bogen, okay. Ich hätte die anderen vielleicht auch mal kurz... Er war immer schneller. Ich glaube, da ist nichts, ne? Schon aus dem Mutterleib entsprang er früher. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Ist er vor mir in Valhall. Selbst im Tod musste er der Erste sein. Dieses... Komm zurück! Dieses was? Hallo? Unvorsichtiges Aas. Ich wusste, das Wagnis war zu groß. Ja. Ruhig, Gudrum. Fulke verdient deinen Zorn, nicht Eivor. Du hast keine Vorstellung von meinem Zorn. Wie viele meiner Männer liegen tot da, dank dieser Ruhmsucht? Ich trage die Schuld daran. Niemand zwang dich zu kommen. Also, es ist vorbei. Sieh nach vorne. Hört sich ein bisschen hart an. Deswegen, Niemand zwang dich zu kommen, hört sich natürlich scheiße an. Ich trage die Schuld daran. Ja, gut. Vielleicht lässt er sich dadurch ein bisschen besänftigen. Viele sind gestorben. Mein Freund hier auch. Das war meine Schuld. Das zu wissen ist Schande genug. Ein schwacher Trost für die Toten. Was ist geschehen? Uba, Soma, ihr kommt zu einer schwarzen Stunde. Und zu spät, um unsere Klingen in Blut zu tauchen. Schade. Ich hatte gehofft, Portcaster mit dir hier einzunehmen. Aber Fulke ist vorgewarnt. Mir ist der Appetit vergangen. Ich gehe gen Westen. Dann geh. Aber wisse, ich hätte dich gebraucht. Was du brauchst, Rabennäherin, ist Demut. Höre auf klügere Köpfe als deinen eigenen. Eivor? Ich höre dich, Gudrum, Fluch der Sachsen, wenn du etwas kundtun willst. Du willst deinen Jarl zurück? Dann musst du so kalt wie Frost sein. Mut ist so oft dein Feind, wie er dein Freund ist. Wir werfen uns nicht in aussichtslose Fäden. Wir kommen ohne Vorwarnung und schlagen zu. Versammle deine Verbündeten. Wähle den Zeitpunkt. Dann und nur dann bezwingst du sie. Noch kannst du obsiegen. Geh mit Odins Weisheit, Thors Macht und Freyas Geist.
geh und finde deinen Bruder. Gudrum sprach voller Zorn. Aber was er sagte, birgt Weisheit. Ja, aber sie wollte ja nicht hören. Du hast recht. Ich bin nicht so stolz, mir meine Fehler einzugestehen. Dann ist auch Weisheit in dir, Eivor. Wir warten auf unsere Verbündeten, bevor wir angreifen. Bis dahin müssen wir uns vorbereiten. Zunächst brauchen wir ein neues Lager. Sie werden denken, wir ziehen uns zurück. Aber wir kommen noch näher. Hier. Ohne Vorwarnung. Erke, Stoa, reitet vor mir dorthin. Zusammen werden wir sie bezwingen. Für mich liegt kein Vergnügen im Kampf gegen meine eigenen Leute. Aber Schuld ist Schuld. Wir brechen sofort auf. Außerdem sind sie aus Westsex, Elfreds Leute, nicht deine Brüder. Danach sollten wir Fulkes Vorräte in ganz Sutsex vernichten. Ja, wenn es ihr gelingt, sich in Portcaster zu verschanzen, können wir Sigurd nicht mehr retten. Der Brief des Speers erwähnte Brickleswarde, Guldefort und Crabornlea. In Crabornlea fertigen sie Waffen. Aus Guldefort stammt ihre Nahrung. Brickleswarde ist eine Feste mit vielen Sachsen. Ober, ich brauche deinen Axtarm in Guldefort. Soma, du und deine Männer helfen mir in Crabornlea. Verlass dich auf uns. Ich gehe nach Brickleswarde und mache mir ein Bild von der Lage. Gut. Ich stoße zu dir, sobald das sächsische Lager erledigt ist. Das Herz eines Löwen und die List einer Krähe. Guthrum hat sich in dir getäuscht. Wir haben einen Plan. Vollenden wir ihn. Naja. Soma, ich meine. Uber, verzeiht. Ich hätte euch gerne ein angemesseneres Willkommen nach der langen Reise bereitet. Mir tut nur leid, dass wir nicht schneller hier. Wir werden eine Weile brauchen, um die Männer zu versammeln. Dann kann es losgehen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ganz getäuscht hat er sich ja nicht, weil er hat gesehen, wie hitzköpfig wir an die Sache rangegangen sind. Leider konnte ich das ja nicht wirklich steuern. Also müssen wir jetzt so weitermachen und haben erstmal Verluste erlitten. Wobei ich dazu sagen muss, das waren jetzt wirklich dämliche Verluste oder ein dämlicher Verlust, weil die beiden ja einfach kopflos hinterhergerannt sind. Aber nun gut, das ist dann halt so. Da die Folge doch schon ziemlich lang geworden ist und ich denke, dass ich sie zwischendurch auch ein bisschen geschnitten habe, besonders an dem Punkt, wo ich den Speer nicht gefunden habe, dass ich da einiges rausgeschnitten habe, damit er nicht die ganze Zeit nur zuguckt, wie ich da im Kreis laufe und eben nichts finde, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge dann etwas präziser an die Sache rangehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!